Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir gehen hier in Vault 19 rein. Ich hoffe, das ist kein DLC. Eieiei. Okay. Ich mach es nicht. Das eine ist mit dem Satelliten, das andere ist über dieses komische Ding da, was wir hätten bei dem Atomtestgelände öffnen können. Und das dritte ist, glaube ich, in so einer Höhle mit Sierra Madre etc. So, das schöne Vault ist relativ heil alles. Und mal gucken, was welche Zweck diese Vault dient. Das ist immer. Wow! Reicht schon? Samuel guckt direkt hier den Aufseher. Mhm. Den Aufführer entdeckt. Oh, Schlüsselkarte roter Sektor. Na los! Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Bin mir aber nicht sicher. Ey. Abtrünniger Pulverbandit. Also es scheint mir so zu sein, als wäre er auch. Auch das Projekt gescheitert. Mensch, was ist denn hier los? Ich habe halt kein Heilpulver mehr. 70, 13. Dynamit. Karawanenschrot. Flinte, Schlüsselkarte, roter Sektor. Habe ich doch schon. Einmal hätte gereicht. Okay, den Sinn verstehe ich nicht. Aber das macht nichts. Paciencia, okay. Karawanschrotflinte. Achso. Ja, nee, das mache ich bestimmt nicht. Kannst du jetzt mal die erledigen? Hier. Oh, ein blauer Sektor. Das habe ich noch nicht. Schlüsselkarte, blauer Sektor. Okay, Splittergranate. Macht Spaß. Ein bisschen. Was? Ich weiß noch nicht, was der Sinn ist, aber irgendwas ist hier mit zwei Sektoren. Entweder sind wir in X angelangt oder zwei Overseer Offices. Was ist das? Sind da zwei Vaults quasi in einer und der eine Overseer wohl mal. Daten wiederherstellen. Daten beschädigt. Gefälschte Krankenakten. Paranoia ist mittels gewaltloser und nicht chemischer Methoden zu erzeugen, damit das Experiment als Erfolg gilt. Daten beschädigt. Eine Gruppe von Technikern wird dem Betrieb des Reaktors zugewiesen. Derzeit suchen sie nach Methoden, die Reaktoreffizienz zu steigern. Die Reaktorebene verfügt über eine komplette Belegschaft und ist vollkommen am Oktag. Die einzige Verbindung zwischen der eigentlichen Vault und der Reaktorebene besteht in dem Aufzug, dessen Zugang unter dem Schreibtisch in diesem Raum verborgen ist. Gegenwärtig lautet das Passwort zum Öffnen des Durchgangs Hyazinthe. Bitte ändern Sie das Passwort. Wurde nicht über die Forschungsarbeiten in den unteren Ebenen informiert. Upsala. Anscheinend können wir irgendwie. Aber was ist denn hier los? Die sterben hier alle ganz froh. Ich glaube, das sind zwei Vaults in einer Vault. Wenn ich das Experiment hier richtig verstehe. Schau mal. So. Es ist immer unfassbar hier. Die kommen die ganze Zeit, ne? Als wäre nix. Aua, sprich nicht. Das ist wieder so ein Bug.
jetzt los? Damit. Korken-Lasergewehr. So, wir machen jetzt erstmal Schusswaffen auf voll. Dann hätten wir das. Wir könnten überleben. Auf 80 machen. Oder wir machen Energiewaffen. Vielleicht. Komm, ich mache Energiewaffen mal. Und wir können ein Perk auswählen. The New Era. 50 komplette Quests? Was? With this perk you will able to change your name. Your appearance are picked 2 more traits. Nee. Now what's in the repair skills and science skill have adapted the technique of converting any previous suit or gambler to power armor. Nö. You may attempt to blow up your target's head via dialogue. If your target has disappeared in your mind, your heart will become quivered instead. Nö. Lektion gelernt. Sie können sich an alle erinnern. Der hat eine 1% mehr Erfahrung pro Stufe. Es ist, glaube ich, zu spät. Time says forget to distinguish between companions and slaves. Your action points and carry weights increase depending on the total number of was? Ja komm, das machen wir. Da erhöhen sich meine carry points und meine action points. Boah, das hört sich nett an. So, eine Vault mit 2 Vaults. Das ist interessant. Ich verstehe das Projekt noch nicht. Oder ist das so wie bei, es gab doch mal so ein, ist das die Welle? So ein Experiment, wo man quasi in Schülern blau, eine Farbe gibt eine Teil der Schüler und der anderen halt nicht. Und dann sind das halt so 2 Gruppen und das jedes Mal, wenn man das macht, dann artet das aus. Irgendwie so ist da was, ich weiß es nicht. Es ist wie die Welle halt. So, was haben wir hier? Hier wieder Klo. Warum eigentlich immer auf dem Klo Erste-Hilfe-Kästen? Ich verstehe es nicht. Eine Klinik. Eine Klinik ist immer gut. Okay, da kann ich nicht nutzen. Aber in der Klinik einen Erste-Hilfe-Kasten verstehe ich ja. So. Was haben wir da? Da ist der OP-Saal. Ja. Gut. Ist okay. Ihre Spritzen, right away. Ihre Spritzen ist Impex. Oh. Patient 3.905.698. Oh, das ist der bestätigte Datenblock von Primslim. Ist das Ding immer noch da drin? Frau, ja, ist es hier. Sam, Mann, verdammlich. Schnappen wir uns das Teil und hauen wir ab. Prim, howdy Partner, willkommen in Rick Advance. Achso, man, kannst das Ding abstellen, Pauline? Frau, mach ich, Schatz. Greif du dir die Knarre und dann raus hier. Prim, die Ausstellungsgegenstände bitte nicht hier so. Pulverladung, Patient und so. Männlich, Alter 27. Patient wurde von der Polizei eingeliefert. Patient behauptet, ihn verspottende Stimmen zu hören. Nach Aussage des Patienten glaubt er früher, dass diese Stimmen aus dem Radio seines Großvaters kämen. Inzwischen glaubt er, dass die Stimme aus ihm selbst kommt und sucht nach Hilfe. Na gut. Oh, da ist noch ein Patient. Er ist 22. Patient gibt an, verrückt zu sein. Patient behauptet, oft das Gefühl zu haben, außerhalb seines Körpers zu sein. Dieses Gefühl war so intensiv, dass der Patient während solcher Episoden aus der Balance geriet. Die unfallfreie Bewegung durch die Klinik war oft schwer für ihn. Okay. Oh, da ist noch ein Patient. Der ist 24. Patientin wünschte Behandlung wegen Panikattacken. Patientin erklärt oft unter plötzlichen Anfällen und extrem Terror zu leiden, die sie oft auf den Schlaf riesen. Ja, sowas kann ich mir vorstellen, dass das halt bei solchen Experimenten passiert.
34. Patient wurde von der Polizei eingeliefert. Dies ist der 9. Vorfall dieser Art und wir suchen nun nach einer längeren Unterbringungsmöglichkeit für den Patienten in unserer Einrichtung. Okay. Was haben wir da? Noch eins. 31. So und so interpretiert die Aktion anderer oft als feindselig. Er empfindet freundliche Interaktion von Krankenschwestern als Anmache. Wir haben auch bemerkt, dass andere Patienten nach längerem Kontakt mit XY dazu neigen, aggressiv auf ihn zu reagieren. Wegen der Defensive von Natur von XY. Und so die von XY wahrgenommene Feindseligkeit noch verstärken. Ja, das ist ja super hier. Alle verrückt. Das heißt, entweder haben die dieses Experiment gemacht und sind dadurch verrückt geworden, oder weil sie verrückt wurden, haben sie sich alle gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Man kann es nicht genau sagen. Okay, ja. Was denn? Win! Was machst du auf dem Klo? Keine Chance, der Bengel, weißt du, versteckt sich, denkt so, ist in Sicherheit. Ja, ne, Pustekuchen. So. Bei uns gibt's keine Sicherheit. Bei uns gibt's nur Gefangene. Okay, dafür konnte ich nichts. Quaken. Noch mehr Korken. 1 Volt 19 overall. Spielzeugkasten. Okay. Terminal. Eine Nachricht vom Aufseher. Verehrte Bewohner, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass es ein Problem mit einem der Wasseraufbereitungsfilter gibt. Wir versichern Ihnen, dass wir mit vollen Kräften an einer Lösung des Problems arbeiten. Bis der Filter repariert ist, müssen wir Sie allerdings bitten, sparsam mit dem Wasser umzugehen, um sich beim geringsten Anzeichen des Unwohlseins in der Klinik zu melden. Journaleintrag 138. Seit Monaten lese ich die Bekanntmachung. Ich glaube, wir haben einen Spion unter uns. Einer der Roten gibt sich für einen Blauen aus. Sie kommunizieren über die Bekanntmachung am schwarzen Brett. Ich glaube, Sie wollen, dass ich das mitkriege. Ich habe bemerkt, dass eine der Lampen bei der Tür im Flur der Roten flackert. Ich glaube, das ist Morsecode. Scheint ein SOS zu sein, soweit ich mitbekommen habe. Ah, okay. Es geht eindeutig um dieses Experiment wie von, die Welle. Ist das die Welle? Ich glaube, es ist die Welle, ne? Ich bin immer, am Überlegen, aber ich meine ja. Weil die werden alle verrückt denken, ja, sind alle Verräter, etc. Okay, Negligés haben die. Das ist ja richtig romantisch bei denen in der Welt gewesen. Korken, hi. Terminal, was haben die denn hier? Ein Nachricht vom Aussehen ist wahrscheinlich dasselbe, ja. Protokolleinträge, okay. Ich traue dieser Ärztin nicht. Sie hat Leibwächter. Welcher Arzt hat denn bitte Leibwächter? Ich habe gesehen, wie die Wächter ihr Essen bringen. Sie scheint ihr Büro nie zu verlassen. Auch nachts ist immer einer davor postiert. Ich frage mich, was sie dort verbirgt. Ich habe mit einem Freund zusammengearbeitet. Der hat versucht, sich in den Computer der Ärzte zu hacken. Aber bislang ohne viel Glück. Hat nicht viel Überzeugungskraft gekostet, aber ich habe ihn endlich dazu bekommen, mir zu zeigen, was er auf dem Rechner von Frau Doktor gefunden hat. Er hatte recht, es gefiel mir gar nicht. Die Patientenakten sahen aus wie die aus einer Irrenanstalt. Die Namen der Patienten waren verschlüsselt, doch einige davon schienen zu unseren Leuten zu passen. Aber wir können das doch nicht sein. Ich wüsste nichts davon, dass ich verrückt wäre. Ich denke, an so etwas würde ich mich doch erinnern. Aber es muss wohl so sein. Das erklärt das Verhalten der Frau Doktor und die Leibwächter. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht daran erinnere. Es muss die Ärztin sein. Vielleicht setzt sie uns unter Drogen. Es muss irgendwie in ihr Büro gelangen. Mhm. Vielleicht bin ich ja verrückt. Vielleicht passiert das alles gar nicht. Vielleicht hat der Krieg nie stattgefunden. Und vielleicht sitze ich in meinem Kopf nur in der Falle. Okay, du bist verrückt. War gar nicht so einfach, aber ein paar von uns haben sich zusammengetan und gemeinsam die Leute in der Klinik lang genug ablenken können, dass ich unbemerkt hineinkommen und mich umsehen konnte. Ich habe Fesseln gefunden und genügend Sedativa, um mein Pferd zu töten. Die verwendet sie vermutlich, um uns zu kontrollieren, damit wir vergessen, dass wir nur Schachfiguren in ihrem Krankenspiel sind. Junge, die will heilen, mehr nicht.
Wir haben die Ärztin heute zur Rede gestellt. Sie weigerte sich, uns etwas zu sagen und ließ uns aus der Klinik werfen. Einige von uns sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben versucht, mit dem Aufseher zu sprechen, aber der tat, als wisse er von nichts. Ich nehme ihm das nicht ab. Ich traue ihn nicht. Ich traue überhaupt keinem mehr von denen. Misstrauen, Verrücktheit, typische Symptome bei sowas, würde ich mal behaupten. Wort 19 spinnt. Interessant. Ich will einen heilen Wort 19 overall haben. Ah, hab ich. So, da ist wieder einer. 209. Vor ein paar Tagen konnte ich nachts nicht schlafen, blieb wach und las, als um 1.30 Uhr früh der Entlüfter über mein Bett plötzlich mehr Luft als sonst ausstieß. Es dauerte etwa 5 Minuten, dann wurde er abgestellt. Ich dachte mir damals nichts dabei, aber gestern Nacht konnte ich wieder nicht schlafen. Und wieder wurden die Entlüfter um 1.30 Uhr etwa 5 Minuten lang eingeschaltet und dann abgestellt. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfweh. Ich glaube, irgendwer vergiftet uns. Ich habe diese Woche jede Nacht wach gelegen und Nacht für Nacht kommt ein extra Schwall Luft durch das Lüftungssystem. Nach etwa 5 Minuten wird die Luft abgestellt. Ich habe mit einem der Nachbarn gesprochen. Er sagt, er habe in seinem Raum dasselbe bemerkt. Wir melden die Sache beim Wartungsleiter, von dem wir belehrt wurden, dass das System einwandfrei laufe und kein Grund zur Besorgnis bestehe. Ich glaube ihm nicht. Er steckt sicher mit denen unter einer Decke. Ja, das heißt, die haben da wohl auch noch irgendein Gas eingeführt, was das Ganze noch verschlimmert. Da sind Minen. Du bist ja heiß, ne, Veronika, aber das ist halt schon ein bisschen zu viel. Oh, Vorkriegsgeld. Okay, hier ist irgendwie die Decke durchgebrochen. Interessant. Was haben wir hier? Einen normalen Raum. Na. Ich sollte schon klicken können. Korken. Noch mehr Korken. Ein Safe mit Korken und Vorkriegsgeld. Ein Schreibtisch ohne Korken. Noch ein Terminal. Ich glaube, sie sind in meinem Kopf. Manchmal höre ich Gedanken, die sind nicht meine. Ich denke, die Roten haben etwas mit der Sprechanlage gemacht. Haben sie irgendwie direkt an unsere Gehirne gekoppelt. Was bedeutet das? Warum war da ein blauer Stern auf meinem Kronkorken? Stecken die Roten dahinter? Ist das Teil ihrer Gedankenkontrolle? Sie sorgen sicher dafür, dass ich Dinge sehe. Dinge, die ich nicht sein sollen. Der Stern sollte da nicht sein. Warum sehe ich einen Stern? Und der verschwindet nicht. Egal. Wie lange ich die Augen zumache, der verschwindet nicht. Ich will, dass der Stern verschwindet. Ja. Es ist ein ganz normaler Satz des Hasebubula Sternkorken. Aber die Leute sind verrückt. Da machst du nix. Um Gottes Willen. Aua! Ja, unfassbar. Aua. 60, 300. So. Hier ist nix. Okay. Hier ist der rote Sektor. Also es hat das doch irgendwas mit diesen Sektoren zu tun. Ja. Oh. Kannst du erschießen, Edi? Mensch, 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 Mensch. Das ist immer wieder unfassbar. So, was hat der denn? 86. Stimmen, ich kann sie durch die Lüftungsschächte hören. Sie klingen nach Verschwörung. Sie klingen nach Hass. Die Blauen setzen sich nie zu uns. Sie handeln uns, als hätten wir irgendeine Krankheit. Vielleicht ist das ja so. Diese ganze Vault ist krank. Ja. Das ist gut möglich. Das glaube ich sogar vielleicht.
Soll ja Verrückten nie glauben, ne? Aber das ist halt wahr. So, hier geht's. Fahrstuhl. Ein Sunset Sans Pula. World 19 Spins. Oh, mit Fox Geld wieder. So, Korken. Noch mehr Korken. Ich habe nämlich noch nicht genügend. 45. Was? Nee, ein paar von den Blauen haben heute in der Klinik Ärger gemacht. Ich wette, die haben Drogen geklaut. Spät nachts habe ich gehört, wie die Entlifter angingen. Andere haben es auch gehört. Und ich wette, die benutzen die Drogen, um uns zu vergiften. Klauen sie in der Klinik und benutzen sie, um uns alle umzubringen. Nein, ich kenne die Wahrheit. Der Aufruhr in der Klinik. Das war bloß ein Trick. Sicher kriegen sie das, die Drogen von der Ärztin. Sie steckt bitter den unter einer Decke. Nie verlässt sie ihr Büro. Bestimmt, weil Drogen durch das Entlüftungssystem reingepumpt werden. Ihr Büro muss der einzig saubere Raum sein. Ja. Ach nee, das finde ich ja falsch. Was ist hier? Ein Schreibtisch, habe ich das Terminal schon gelesen? In letzter Zeit kann ich nicht schlafen. Einer der blauen Lungen ständig bei der Sicherheitstür herum. Und ich glaube, er versucht hier reinzukommen. Achso. Und noch ein Terminal. Ich habe mal herumgefragt und es gibt eigentlich keinen Grund für den Auswahl dieser Filter. Es muss Sabotage gewesen sein. Es geht das Gerücht, einer der Roten habe das getan. Würde mich nicht überraschen. Wann immer ich in der Cafeteria einem Gruppchen von denen vorbeikomme, fangen sie alle an zu tuschen. Ich wette, sie baldovern schon was aus, was sie als nächstes tun. Baldovern, ey, was sie raushauen. So viele Räume hier. 45. Nee, das hatte ich schon. Okay, jetzt wird's verwirrend. Wohnquartiere, Schwefelhöhle. Da will ich rein eigentlich. Frage ist, wie komme ich da rein? Aus der blaue Sektor. Hier. In die Cafeteria. So, na, ich soll nur die Tür aktivieren hier. Irgendwie hier und dann da und. Wie kann ich das Ding denn öffnen? Terminal. Garten wiederherstellen. Das geht nicht. Irgendwie muss man hier das Ding noch öffnen, schließen können. Frage ist, wie? Ich kann hier nichts machen. Schießen bringt auch nichts. Das Terminal macht nichts. Das Terminal sowieso nicht. Hier ist alles dicht. Samuel Cook hat nichts mehr. Ich kann ja nicht. Vault 19 Schwefelhöhle. Gucke ich mal gerade im Internet. So,
Das Puzzle kommt von einem anderen Büro und dann was? So. Ein kleiner Pausenraum. Okay, ich wüsste gerne. Das hier macht. Aber anscheinend komme ich nicht in diese Höhlen, weil, warte mal, ich wüsste mal gerne was, wenn ich hier CCL mache. Ja, das geht. Tomatoes, okay. Reaction. Okay, Heretics. Ah ja. Okay. Schloss öffnen. Huch. Ich weiß nicht genau, da war irgendein. Der Reaktorraum. Nein. Ich weiß, ich habe auch gerade nämlich gelesen, das war eigentlich auch so einer der Hauptgründe, weshalb ich das jetzt gemacht habe. Es gäbe hier eigentlich eine Quest, aber da wir die E-Mails haben, sind die alle feindlich geworden. Was nicht sonderlich gut ist. Wow! Huch. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, unser Heilpulver ist weg. Ja, wir haben noch Sunset. Ach, Sabarilla! Okay, das ist, glaube ich, der Teil, wo man später hin soll. Warum haben die das hier direkt in Schwefelhöhlen reingebaut? Kann mir das mal bitte jemand erklären? So eine Tür. Ich will nämlich erst in diesen Reaktorraum und dann. Will ich. Oh, was haben wir denn hier? Tagebuchhalter. Die anderen sagen dauernd, ich soll mir keine Sorgen machen. Aber ich kann es manchmal fühlen. Ich glaube, es ist irgendwas hier drin bei uns. Dauernd höre ich diese komischen Geräusche über meinem Raum. Ich höre jetzt nichts. Wow. Hallo, Veronika. Hinterhin. Hey, ja, ja, ja. Unfassbar. So, was muss ich denn jetzt als nächstes für die Heilung nehmen? Sasse Pillars, ne? Ja, die machen 50. Muss ich ja nur noch weniger nutzen. So, Operations, was ist da? Das ist der Reaktor, achso. Da geht's direkt in die Höhlen. Ich dachte, ich könnte hier irgendwas aktivieren. Da geht's auch in die Höhlen. Was haben wir da? Systemreaktor, Systemrooms. Hallo. Kopf ab. Hier ist halt gar nichts. Da ist der Wahnsinn. So, weiter gucken. Was ist denn jetzt hier in den Höhlen?
Hier ist zum Beispiel ein Loch. Oh, wow! Ja. Hilfe. Das wusste ich nicht. Okay, hier ist Tunnel nach Vault 9. Was? Ach, hier ist die Cafeteria. Ja, hier, oh ja. Genau. Hallo. Die sind zuständig. Ja, komm, heilt doch mal. Warum macht ein Feuergecko kein Feuer gerade? Oh nein. Komm hier. Wow. Ey. Sorry. So. Eieiei, was ist denn? Ja, wir haben einen Mikrokleinstein. Die Kristalle auf diesem Stein zeigen, dass ein Kaliumvorkommen in der Nähe ist. Strategisch angebracht ist, C4 könnte die Höhle und die Wall zerstören. Ausreichend C4 anbringen, um die Höhlen und die Wall zu zerstören und dann weglaufen, als wäre der Teufel in der Nähe. Dafür bin ich. Ich brauche einen Wert von 15 Sprengstoffen. Das ist ja der Hammer. Hab ich nicht irgendwie diesmal keine Magazine. Schade, schade, schade. Hallo. So, au. Ah. Oh Gott, da ist noch einer. Das erste Mal, dass uns, nee, das zweite Mal, dass uns Sprengstoff fehlt. Was haben wir hier? Hier ist gar nichts. Das ist gut. Irgendwo ist hier wieder so einer. Dann versuche ich mal irgendwie alles daran zu setzen, Sprengstoff 50 zu bekommen. Aber ich denke mal nicht, dass ich das schaffe. Selbst wenn ich ein Level abkriegen würde. Von daher hat mein 20-Zahl Bewohner nachgelassen. Ein paar Korken. Von daher, wir haben hier keine Quest. Es ist jetzt nicht weiter schlimm. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Verlassen wir die... Ah ja. Verlassen wir die Quest... die Quest da, die Vault und... Main Entrance. Dann war es das mit dieser Vault... Ich brauche noch ein schönes Bild für, falls ich nicht schon am Anfang sowas hatte. Ich liebe dieses Geräusch, ne? Und bis zur nächsten Folge und tschüss!